Hallihallo und ganz herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Wie immer bin ich im Namen der Liebe unterwegs. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich heiße auch alle neuen Abonnenten ganz herzlich willkommen. Ich habe mich gestern gefreut, wie so ein kleiner Schneekönig. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist. Irgendwie bin ich da in einen wunderschönen Algorithmus geraten und habe auf einen Schlag 100 neue Follower dazu gewonnen und darüber freue ich mich sehr und heiße euch ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin fast täglich für euch da und wenn du keins meiner Videos verpassen möchtest, aktiviere die Glocke. Das klappt nicht immer, dass es funktioniert, aber wir glauben daran, dass die Dinge anfangen besser zu laufen als in den letzten 10 Monaten. Und ja, im Namen der Liebe und mit Hilfe der Geistführer werfe ich jetzt den Blick auf deinen Seelenpartnerprozess, auf die Liebe im Allgemeinen. Ich rede hier immer von Seelenpartnerprozess, weil viele in einem solchen stecken. Viele Seelen sind miteinander verbunden, die einen enger, die anderen, ja, da handelt es sich manchmal dann auch um Lernpartner, aber jeder Mensch hat seine Wertigkeit und seine Wichtigkeit und Liebe. Ohne Liebe ist das Leben trist. Schau mal jetzt einfach mal, was das Universum denn für Botschaften hat im Allgemeinen. Jetzt für dich und ich gucke natürlich auch, was mit der anderen Seite es gerade auf sich hat. Und das ist das, was einfach hier in meinem Kollektiv immer wieder auf die Fahne geschrieben wird, übe Mitgefühl. Ich habe hier um mich rum sehr große Empathen, sehr hochsensible Menschen und diese Hochsensibilität, wenn man ehrlich ist, das kann einem manchmal schon mal auf den Zeiger gehen, aber es ist, wie es ist und jeder Widerstand ja, kostet Energie. Du hast da eine sehr feine Ader und mit dieser feinen Ader bist du in der Lage, dich auch in andere Menschen hineinzuversetzen, auch in dein Gegenüber. Und natürlich macht nicht jeder Mensch alles nur tippitoppi und perfekt. Und wenn du dich hier in meinem Kollektiv zu Hause fühlst, dann hast du dir da einen Fisch an die Angel geholt, der ja schon manchmal ein etwas seltsames Verhalten an den Tag legt. Das ist aber üblicherweise so in Seelenpartnerschaften, Dualseelenprozessen, Zwillingsseelenprozessen. Und es geht darum, dass du geschult wirst darin, deinen Blickwinkel immer wieder zu verändern. Dinge, wo du strikt und kategorisch gesagt hast, mag ich nicht, ist nichts für mich. Da wirst du praktisch von der anderen Seite mit der Nase drauf gedrückt, dich da zumindest mal mit auseinanderzusetzen. Beispiel, dein Otto ist jemand, der aus der Heavy-Metal-Szene kommt und du bist eher jemand, der Balladen hört. Gut, Heavy-Metal hat auch Balladen zu bieten, aber er wird dich immer wieder mit dem Heavy-Metal konfrontieren, bis du vielleicht auch aus dieser Musikbranche irgendetwas ziehen kannst. Und das erweitert ja mit und mit immer mehr den Horizont. Sein Verhalten ist manchmal eher still. Du musst dir viele Puzzleteile zusammensetzen. Er kann reden, aber das tut er nur, wenn er möchte oder wenn er da das Empfinden hat, es braucht es jetzt. Es ist so eine Geschichte, die über die Zeit sehr anstrengend sein kann. Es gibt immer wieder Phasen, da kommst du in deine Leichtigkeit zurück, da verstehst du das auch alles perfekt und dann kannst du da auch mit einem zwinkernden Auge umgehen. Dann gibt es auch Momente, wo wir beide wieder gute Zeiten miteinander haben. Aber es gibt halt eben auch immer diese Durststrecken. Diese Durststrecken, die sind teilweise ermüdend und erschöpfend und anstrengend. Ja, warum? Weil der Kopf dann immer viel zu rattern und zu tun hat. Es ist manchmal gut, sich in die Schuhe des anderen zu versetzen, weil jedes Nicht-Antworten seinerseits ist nicht unbedingt eine Aktion gegen dich, sondern hat manchmal ganz andere Ursachen. Das heißt nicht, dass man jedes Verhalten entschuldigen muss. Ich mag sowieso dieses Wort Schuld nicht. Jeder macht die Dinge ja nicht böswillig, zumindest nicht in diesen Prozessen, von denen ich hier spreche. Deswegen ist das Thema Schuld so eine Sache, die man auch noch aus früheren Zeiten mit sich rumschleppt.
Du hast heute den Auftrag, in den nächsten 24 Stunden ein wenig Mitgefühl zu entwickeln. Für dich natürlich an erster Stelle, ne? Wenn du es gerade ein bisschen schwer hast, dann fühle hinein, was das da ist und versuche, diese Schwere aufzulösen. Und wenn er der Grund dafür ist, dass es dir nicht gut geht, dann hast du zwar einen Grund dafür gefunden, aber die Ursache steckt dann trotzdem viel tiefer in dir selbst. Ich rede viel oder habe viel über die innere Kindheilung geredet und ohne dass das vorher passiert ist, ist egal, welcher Kopf da auf den Schultern getragen wird, auf der anderen Seite wird immer ein Mensch in der Lage sein, dir die Laune zu vermiesen. Pittern, ne? Oder dich halt eben in eine schwere Energie zu schubsen. Du bist aber stark und du schaffst es auch, da wieder aufzuerstehen. Manchmal knottert man so ein bisschen rum und macht den anderen dafür verantwortlich, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist. Steckt diese Energie irgendwo noch in einem selbst? Wir sind zwar lichtvolle Wesen, aber eben, ne, ohne Dunkelheit gibt es kein Licht. Und ja, manchmal tut es ganz gut, die Dinge mal aus der Vogelperspektive zu betrachten, weil man dadurch eben ein allumfassenderes Bild bekommt. Ich wüsste jetzt mal ganz gerne, natürlich darf die andere Seite auch Mitgefühl üben, so ist das nicht, ne? Du bist jetzt hier nicht die Einzige, die irgendetwas optimieren darf. Ich rede halt eben aber jetzt im Moment mit dir und nicht mit deinem Gegenüber. Und deswegen kommen die Worte so, wie sie eben gerade kommen. Ich denke hier sowieso nicht viel nach. Ihr seht mich als Kanal, es wird irgendwie durch mich durchgesprochen. Und ja, wir schauen jetzt mal, wie denn die Energien so sind für dich, für dein Otto-Häschen. Otto heißt der Typ hier in meinem Kollektiv, weil das ein Spiegelname ist und ihr euch halt eben automatisch spiegelt. Das passiert häufig, ob man will oder eben nicht, weil eben die Connection so ist. Deine Energie für die kommenden 24 Stunden eigentlich ganz gut aufgestellt. Du bist ein Wesen, das sehr beständig ist. Du bist sehr treu. Und wenn du dein Herz verschenkt hast, dann bist du in der Regel hier in meinem Kollektiv auch niemand, der zweigleisig fahren kann. Du bist halt eher monogam eingestellt. Und ja, wenn er dann nun mal in deinem Herzen einen Platz hat, dann stehst du ihm auch treu zur Seite. Und dieses Gefühl, das wird in der nächsten Zeit wieder mehr und mehr aufflammen, wo es auch eine Phase gegeben hat, wo du von all dem nichts mehr wissen wolltest, versucht hast, einen Haken dahinter zu machen, stellt dein Herz, deine Seele doch immer wieder fest. Er hat einen festen Platz in deinem Herzen und es gab ja nicht nur schlechte Zeiten, es gab auch sehr viel gute Zeiten und du bist dir einfach gerade sicher, dass mit Ausdauer, mit Beständigkeit es gelingen wird, diesem unsicheren Wesen auf der anderen Seite eine gewisse das Gefühl zu vermitteln, vermitteln, ich und mein Reden hier, ich bin immer schon 13 Wörter weiter, das Gefühl zu zu vermitteln, dass er hier an deiner Seite in Sicherheit ist. Selbst wenn er komische Haken schlägt, selbst wenn er Verhalten an den Tag legt, das im ersten Moment nicht wirklich verständlich ist für dich, weißt du, dass tief in ihm drin da sehr viel Potenzial schlummert, dass er es im Grunde seines Herzens wirklich gut mit dir meint, dass er häufig hinter seiner rauen Schale einen sehr weichen Kern verbirgt, aber vor allen Dingen ist er schüchtern. Er hat so oft Situationen erlebt, wo man ihm über den Mund gefahren ist, wo man klein geredet hat, wo man ihn ja beschimpft hat. Der kommt aus einer Familie in der Regel, wo Liebe, ja, vielleicht wurde drüber geredet, aber es wurde nicht vermittelt. Es gab keine Beständigkeit. Er ist immer alleine durch sein tiefes Tal gegangen, hat viele Dinge vielleicht auch gar nicht mitgeteilt, die ihm auf der Seele gebrannt haben. Man hat ihn auch sehr früh abgestempelt als Sonderling.
Und ich sage es nochmal, ich habe ein Hardcore-Kollektiv auf der männlichen Seite. Natürlich ist das hier eine allgemeine Legung, ne? Da können die Seiten auch schon mal vertauscht sein. Aber hier hat sehr oft Missbrauch stattgefunden, verschiedene Arten. Es gibt den psychischen Missbrauch, also den emotionalen Missbrauch, es gibt den körperlichen und es gibt natürlich auch den sexuellen Missbrauch. Ist dieser Seite nicht fremd. Und wenn du da jemanden geangelt hast oder wenn du da jemanden in dein Herz geschlossen hast, der eben sich mit dem Thema Liebe sehr schwer tut, dann ist das eben nichts, was innerhalb von 1,5 Jahren in der Tasche ist und in trockenen Tüchern. Da kommt schon mal Frust auf deiner Seite, aber auch das gehört zum Prozess. Du hast gelernt, dich abzugrenzen. Du hast aber auch gelernt, dich wieder zu öffnen. Und es braucht mal das eine und mal das andere in der Partnerschaft. Und jeden Schritt, den du einläutest, der bewirkt ja auch was auf der anderen Seite. Wie ist er drauf? Er hängt noch ein bisschen im Verstand rum, aber er hat die Krone auf dem Kopf. Und der ist jetzt momentan in so einer Phase, wo der ganz genau dich im Visier hat, wo er deine Schritte sich ganz genau anschaut. Und er versucht da jetzt nicht das Ganze emotional für sich zu verarbeiten, sondern eher über seinen Verstand. Er ist Mr. Scanner, also der kann wirklich, der sieht dich als ein Konstrukt aus Nullen, Zweien und Einsen. Ich weiß nicht, wie das geht, aber der sieht die Menschen praktisch, das hört sich jetzt wieder sehr abgedreht an, aber analytisch. Der analysiert die Menschen, wo du hier mit deiner Empathie um die Ecke kommst, macht er das irgendwie in Rastern. Der kann auch sehen, wo die Energien fließen können und wo da irgendwo ein Stau ist. Er ist nun mal jemand, der sehr viele Gehirnwindungen hat und der Verstand ist auch häufig das, was ihm im Weg steht, was ihm aber auch häufig schon geholfen hat. Und als Mann ist das auch schon mal gar nicht so schlecht, den Verstand zu benutzen. Ist für die Frauen auch nicht so schlecht. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich versuche das jetzt auf den Punkt zu bringen. Er möchte zurzeit in Erfahrung bringen, wie ernst du das mit ihm meinst. Und er ist auch auf der Suche nach einer Entscheidung. Für ihn ist diese Partnerschaft genauso wichtig wie für dich. Aber er hat in seinem Leben auch schon mal unbesonnene Entscheidungen getroffen, sich auf falsche Menschen eingelassen und ja, der will hier überhaupt keinen Fehler machen. Dabei ist sein Sicherheitsbedürfnis vielleicht ein bisschen so eingestellt, dass der Fun-Faktor zurzeit ein bisschen kurz kommt oder in der letzten Zeit ein bisschen kurz gekommen ist. Vom Sternzeichen her könntest du es hier mit einem Zwilling, mit einer Waage oder mit einem Wassermann zu tun haben. Oder aber er hat das in seiner Chart stehen. Ich glaube, er tüftelt irgendetwas aus, was er dir mitteilen möchte. Und das, was er austüftelt, ist ein Impuls für dich, der dich weiterbringen wird in deiner Entwicklung. Aber wir gucken Step by Step. Ich klebe schon wieder fest hier. Und ich hätte jetzt gerne noch erst gewusst, was das Universum dir hier gerade als Auftrag mit auf den Weg gibt. Und das habe ich jetzt schon länger im Gefühl. Du hast hier einen Auftrag. Du bist mit einem Auftrag auf diese Welt gekommen und das kann man negieren, weil man da keinen Bock drauf hat, weil das einfach manchmal auch kompliziert ist und anstrengend ist. Und weil das Ego auch manchmal sagt, ich möchte aber, dass jemand auf mich zukommt und hier für Frieden sorgt. Ich möchte jemand, dass
Ich möchte, dass jemand kommt und meine Seele einbalsamiert. Ja, die Früchte, die kommen sowieso, die Ernte kommt sowieso. Vielleicht nicht unbedingt immer zu dem Zeitpunkt, wo du das gerne hättest, weil je mehr man etwas will, je krampfhafter man etwas will, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man das auf die Welt bringt. Aber das Universum möchte dich daran erinnern, dass du ein Wesen bist, das in der Lage ist, für Frieden zu sorgen. Auch zwischen euch beiden. Und da braucht es alles Mögliche, was man so an Charaktereigenschaften in sich hat. Es braucht manchmal den mutigen Schritt nach vorne, manchmal braucht es den demütigen Schritt zur Seite, manchmal braucht es das messerscharfe Schwert, wo die Sachen halt tachelesmäßig auf den Tisch kommen. Und manchmal braucht es eben auch das Gütige und Barmherzige, je nachdem, was dein Bauchgefühl dir sagt. Aber jetzt, in den nächsten 24 Stunden, für alle hier, die mit meinen Worten etwas anfangen können, und das waren für die Überschriften schon viele, ich spute mich jetzt etwas, für die ist jetzt das Thema: Schaffe Frieden, du Engelchen. Und für ihn vor allen Dingen in erster Linie deinen inneren Frieden. Und wenn du den hast und dieser Mensch ist dir wichtig, dann sorge dafür, dass auch er seinen Frieden findet. Jetzt wäre er bald verbrannt. Er braucht Klarheit. Und diese Klarheit lieferst du ihm natürlich nicht, wenn du dich in Schweigen hüllst. Damit spiegelst du wohl bestens sein Verhalten. Das macht ihm natürlich auch was klar, aber er möchte Klarheit, der möchte irgendetwas klären, auch mit dir, und das wird wohl irgendwann in der nächsten Zeit dann auf dich zukommen. Ich gucke jetzt nicht auf die Uhr, dann wird die Legung eben 10 Minuten länger oder sowas, aber ich habe gerade das Empfinden, hier möchte ein bisschen mehr erklärt werden, weil es sonst auch schwierig manchmal ist, sich in meine Gedanken hineinzuversetzen. Ich springe manchmal so hin und her. Er möchte aber auch von Herzen dir was sagen. Und das ist: Hey Baby, du wirst so geliebt und viel mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Bitte denke daran, ich liebe dich. Das glaube ich auch, dass das so ist. Er weiß noch einfach nicht, ob er in der Realität ein Mensch ist, der dir auf Dauer das geben kann, wonach du dich sehnst. Er weiß ganz genau, was du brauchst. Er weiß ganz genau, wonach du dich sehnst. Er kann dir das auch geben. Er weiß halt eben nur nicht, wie das wäre. 24/7 und rund um die Uhr, dass es da auch noch andere Möglichkeiten gäbe. Das ist für ihn überhaupt keine Option, weil eine Partnerschaft, die hat nun mal so zu existieren, dass wenn man die lebt, man die auch zusammen und so weiter. Aber er weiß halt eben auch über seine Unzulänglichkeit. Ich rede jetzt, ne, so wie ihr denkt, nicht wie ich denke. Ich liebe dich, Baby, liegt unten drunter. Dass er sein Bestes aus sich herausholen will, bevor er den Schritt wagt, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Aber er macht sich ja schon immer mehr Gedanken über all das. Du sagst: Ja, wenn du nun es so schwer damit hast, diese Entscheidung zu treffen, dann lasse ich dich eben frei. Ich werde dich hier nicht zurückhalten. Ich schenke dir die Freiheit, mein Vögelchen, flieg. Ja. Da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Das ist auch ein Mittel, das man wählen kann. Dein Standpunkt. Ja, einige von euch hier, die finden diese Situation schon noch sehr anstrengend und strapaziös. Das habe ich gestern schon gesagt. Es ist so lange anstrengend und strapaziös, wie der Kopf einfach keine Ruhe gibt. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr richtig schlafen. Jeder Muskel schmerzt vor Anspannung. Dann ist es natürlich wichtig, erstmal hier mit dir ins Mitgefühl zu gehen und dir Gutes zu tun. Schmeiß dich in die Badewanne oder geh eine relaxte Runde spazieren oder mach ein bisschen Yoga-Meditationen. Ach, Dinge, die einfach gut tun. Schreib dir all den Klumpatsch von der Seele. Das ist auch schon mal eine gute Art, Ballast abzuwerfen. Wenn jetzt hier so eine Anspannung in dir ist, ist natürlich Option Nummer eins, den Frieden in dir selbst wiederherzustellen. Ich rede hier für viele Menschen, ne? Wenn du es genau wissen willst, dann
kann dir eine private Legung weiterhelfen, weil dann schaue ich wirklich nur auf dich und dein Gegenüber. Das ist eine ganz andere Hausnummer, aber so ein bisschen was kriegt man ja hier auch aus. Wie ist sein Standpunkt? Wenn du dich jetzt hier abgewandt hast, ne, manche stecken noch genau in dieser Phase, dann kommt es bei ihm, also da kommt er nicht an dem Thema, ich bin eifersüchtig, vorbei. Wenn du so ganz still bist und anders geworden bist, als er das bisher so von dir gewohnt war, dann und er sieht dann unter Umständen noch, du bist viel online auf den sozialen Plattformen, man kann das ja alles so schön checken, dann ist natürlich erstmal so ein Gedanke, der in ihm hochkommt, du hast jemand anders. Das ist ein Thema, das darf auch an irgendeinem Tag dann der Vergangenheit angehören. Eifersüchtig ist man im Prinzip nur dann, wenn man als Kind schon das Empfinden hatte, ich werde benachteiligt. Ja, ein Thema, das er sich dann anschauen darf. Ich habe nicht den Eindruck, dass das für alle gerade so der Fall ist. Das sind ja nur so ein paar Inspirationen am Rande. Ich lasse ihn noch kurz was sagen und ich glaube, dann gucken wir mal eben darauf, was es noch zu erzählen gibt. Ich habe eigentlich ganz gute Neuigkeiten. Im Grunde würde ich die gerne mit dir teilen, aber ich habe Angst, dich zu kontaktieren. Ja, warum hat er Angst, dich zu kontaktieren? Das kann ich dir erzählen, weil er einfach Schiss davor hat, dass du mit Vorwürfen um die Ecke kommst und ihm da, was weiß ich, für eine Tirade flötest. Er hat auch Angst, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Er ist ja nicht dumm und ihm ist schon bewusst, dass er dich in der letzten Zeit ein klein wenig an die Seite geschoben hat. Die Gründe dafür haben die letzten zwei Legungen im Grunde ziemlich präsentiert. Was sagst du denn? Ja, ich habe da schon einiges vom Stapel gelassen und ich wünschte, ich hätte die Worte anders gewählt. Nichts bedauern, alles passiert so, wie es passieren muss. Und alles, was passiert, hinterlässt auch irgendeinen Eindruck. Ich werde jetzt eine flotte Neunerlegung auf euch beide machen und dann gucken wir mal, wie der Stand so ist. Deine Gedanken. Wie gesagt, du entscheidest bitte selber, ob diese Legung jetzt für dich ist. Das baut nicht alles aufeinander auf. Ich habe so den Eindruck, ich habe jetzt hier gerade ein anderes Trüppchen dabei als gestern, aber das kann ich auch selber nicht so genau sagen. Entscheide bitte selbst. Du bist gerade dabei, eine andere innere Einstellung zu bekommen und die Ängste, die da waren, ne, vielleicht hast du selber gedacht, der ist jetzt hier, der ist weg. Der kann nicht weg sein. Eure Seelen, die haben diese Verbundenheit bis in alle Ewigkeiten, bestimmt bei den Dual- und Zwillingsseelen. Da waren auf jeden Fall noch mal Ängste. Und zu diesen Ängsten bekommst du so langsam eine andere Einstellung und dein Gefühl kommt wieder an die Oberfläche. Dein Herz wünscht sich natürlich, dass jetzt hier mal ausgesprochen wird, auch von seiner Seite, was denn jetzt wirklich Thema ist. Aber du kannst es drehen und wenden, wie du möchtest. Er liegt da mitten in deinem Herzen. Ich hoffe, du liegst da selber auch. Er liegt da mitten in deinem Herzen und dein Herz ja, schreit schon ziemlich laut nach ihm. Ne? Du bist aber auch gerade wieder in einer Phase, wo in der Liebe der Kopf momentan weniger zu sagen hat als dein Herz. Was zeigt sich in den kommenden 24 Stunden? Jetzt bin ich gespannt auf die erste Karte. Ja, da möchte jetzt einfach wieder in die Leichtigkeit gegangen werden und dieses Kopfkino darf aufhören. Ich glaube, da ist vielen schon fast schlecht von geworden, von dieser Rundrennerei im Kopf. Und schlussendlich führt es ja zu nichts.
Ne, wenn man sich Sorgen macht und wilde Gedanken über Szenarien, von denen man gar nicht weiß, ob die existieren oder nicht, ja, da hast du so mal überhaupt gar nichts von. Und das ist dir mittlerweile bewusst geworden. Du kommst aber auch so von deinem inneren Feeling wieder in die Leichtigkeit. Da oben im Universum, die Energien, die schubsen uns ebenfalls an. Und dir gelingt es wieder, dich zu öffnen, und dadurch wird die Dunkelheit vertrieben und du gehst wieder mehr auf die lichtvolle Seite. Dadurch ziehst du ihn automatisch viel mehr in deine Nähe. Ne, du lädst ihn praktisch automatisch durch deine innere Schwingung wieder ein, in deine Richtung zu kommen, weil bei ihm ist schon so, dass von deiner Seite die schweren Energien ihn eher in die Flucht schlagen. Das kann ich dir auch erklären. Das ist nicht so, als dass der kann das nicht aushalten, dich leiden zu sehen. Und er fühlt sich dann machtlos und hilflos und weiß nicht, wie er dir da seine Unterstützung geben kann. Und ja, dann wird sein Fluchtinstinkt wach, zumindest in der letzten Zeit, wo sein Selbstwert am Boden war. Hier wird auf jeden Fall, ob du willst oder nicht, durch dein Licht wieder eine ziemliche Sicherheit ausgestrahlt. Und im Prinzip brauchst du gar nicht groß was sagen. Durch deine energetische Frequenz sprichst du automatisch eine Einladung aus. Ja, und der Ring. Es wird dazu kommen, dass da mehr Klarheit in diese Verbindung kommt. Dahinter lag noch der Baum, weil eben Heilungsprozesse so langsam abgeschlossen werden. Für ihn nämlich diese Kärtchen. Und was geht denn in ihm so vor, in seinen Gedanken? Fliegt die Freiheit vom Sockel. Ich glaube, eine Freiheit ohne dich, die fühlt sich gar nicht so besonders frei an für ihn. Er beginnt zu begreifen, dass du wirklich eine sehr aufrichtige Freundin bist an seiner Seite, und das meine ich gar nicht abwertend. Wenn Partner die besten Freunde sind, dann ist das die solideste Grundlage, die man in einer Beziehung, in einer Partnerschaft schaffen kann. Hier kommt der Hinweis darauf, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass du dunkelhaarig bist, zumindest von Natur aus, eher dunkle Haare hast, rötliche Haare hast. Na, denkt auf jeden Fall viel über dich nach. Wenn du jetzt blond bist, ist das halt eben auch egal, ne? Es ist auch nicht jeder Otto, von dem ich hier spreche, jetzt hier ein Luftzeichen. Du bist ein Geschenk für ihn. Du bist ein Geschenk für ihn, weil mit all dem, wie er sich gegeben hat in den letzten Wochen, da hat es in seinem Leben noch nicht einen einzigen Menschen gegeben, noch nicht mal seine Mutter, die da an seiner Seite geblieben wäre. Wenn er irgendwelche Kapriolen gedreht hat, ist er immer und immer fallen lassen worden. Ja, und dieses Geschenk, darüber macht er sich sehr viele Gedanken. Vom Grunde seines Herzens ist er schon jemand. Jetzt liegt eine blonde Frau da. Ja, es kann sein, dass es eine Nebenbuhlerin gab, die ihm auch am Herzen liegt. Kann die Mutter sein, kann aber auch eine alte, eine Ex-Partnerin sein. Ja, und da liegt er jetzt neben dieser blonden Frau. Da ist im Herzen auch noch nicht alles abgeschlossen, weil es gibt ja Menschen, zu denen hast du schon eine lange Verbindung, und da kannst du auch nicht einfach so sagen, ja, ist nie da gewesen und ich tue jetzt so, als würde mich das alles nicht interessieren. Aber ihm wird bewusst, dass diese blonde Frau, hier liegt das Geschwätz, ihn ganz gut umwickelt hat, ihm ganz gut immer wieder kleine manipulative Dinge ins Öhrchen geflüstert hat, die ihn ganz schön irritiert haben. Aber er liegt jetzt hier mittendrin im Geschehen, genauso wie bei dir. Und ich glaube, dieses Geschwätz, das wird im Herzen nochmal von rechts nach links bewegt und wieder zurück.
Und was kommt dabei rum? Es wird dazu kommen, dass hier dieser Kampfmodus gegeneinander in den Diebstahl geht, in den Verlust geht. Und er möchte sich versöhnen mit dir, möchte sich versöhnen. Und es kann ganz gut sein, dass er liebe Worte wählt, wenn er das nächste Mal bei dir aufschlägt. Und eine Reise steht schon wieder an. Na gut, wir haben jetzt Sommerzeit, dann machen viele eine Reise. Ich habe für nächste Woche eine ausgeschlagen, weil ich einfach keine Lust habe. So kenne ich mich auch nicht, aber nö. Keine Lust auf Reisen zu gehen. Aber ja, hier steht auch die Verhinderung. Was aufgehoben ist, ist nicht aufgeschoben. Wartet mal ab. Der Juli, der August hat bestimmt noch so manches Überraschungspaket im Gepäck. Und die unbehaglichen Dinge, die liegen hier im Kopflager. Also ich denke, es wird in der nächsten Zeit deutlich leichter und auch angenehmer. Und auch eure Kommunikation wird wieder schöner, so dass ihr beide da Kräfte draus ziehen könnt. Okay, ich glaube, so ziemlich ist alles gesagt. Ich lasse die Monology-Karten zum Schluss noch eine Tendenz auf den Tisch werfen. Kann man alles sehen, ja, so halbwegs, ne? Wie das bei Zapunzel halt so ist. Ja, es ist Zeit, in Aktion zu gehen, sich nicht zu verstecken, nicht zu denken, das wird schon alles gut werden. Manchmal darf man auch wirklich das Zepter in die Hand nehmen und gewisse Schritte nach vorne einläuten. Natürlich immer nur dann, wenn das Bauchgefühl dazu ja sagt. Und nochmal, es ist nur eine allgemeine Legung. Schon wieder die 8 für die Unendlichkeit. Wir haben wieder die 69 und den Krebs. Diesmal den Krebs. Die Krebszeit beginnt am 22.06. und endet am, das sind jetzt viele, und endet am 22.07. Das ist eine Zeit, wo die Gefühle wieder mehr ins Fließen kommen. Fische sind auch noch angezeigt, Skorpione sind angezeigt, ein Donnerstag ist angezeigt, die Stiere ebenfalls, aber alle anderen, für die kann das ebenfalls eine Legung sein, die eine Bedeutung hat. Das sagt in erster Linie eben dein Bauchgefühl. Zweimal die 8, naja, zweimal die 8 haben wir hier liegen, also die 88 eine Zahl, die dir gehäuft begegnen könnte. Die 7 ist für mich auch immer eine magische Zahl. Der 4.7. zeigt sich somit auch wieder. Ich habe aber ebenfalls den 4.12. Diesmal den 12.8. Ja, und nochmal die 88 ist, die 88, die 44, das können Zahlen sein, die in der nächsten Zeit dir auffällig oft begegnen. Setze dich ein, folge deiner Energie, achte deine Gefühle, finde deine Mitte, heile die Wunden und schaffe eine Struktur. Aber grundsätzlich ist alles im Fluss und alles genauso, wie es sein soll. Ich hoffe, du bist in deiner Mitte, dir geht es gut, du hast deine